Guten Tag zusammen, willkommen zurück zu The Forest. Ja, wir sind wieder da bei The Forest. Oder was heißt wieder da? Ich möchte ein kleines Patch-Note-Video machen, denn die 018 ist rausgekommen. Wie ihr ja irgendwann mal von mir gehört habt, sollte die in einem Monat rauskommen. Ich denke mal, das kommt so vielleicht so grob hin. Und ja, die 018 ist draußen. Mir fällt gerade auf, die haben hier irgendwie irgendwas geändert. Hier ist es ja eine ganz. Hier war doch mal das Cockpit oder nicht? Oder hier das ist schon der Durchgang zum. Der Durchgang zum nächsten Abteil oder so, ne? Weiß ich nicht. Und hier, das Klo war ja auch noch nie. Gut, das ist jetzt für mich neu. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit einer Neuerung ist, aber ich gehe jetzt einfach mal spontan davon aus. Ja, warum spiele ich The Forest? Ich hänge fest, Mensch. Wie gesagt, es ist der Patch 018 rausgekommen und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und diesmal lag der Fokus, das haben sie so geschrieben, diesmal lag der Fokus auf der Funktion, dass man Gebäude abreißen kann, beziehungsweise die kaputt gehen können. Und da lag eben der hauptsächliche Fokus drauf. Ich sage deswegen Forest, weil ich hier gerade nebenbei lese, dass es eben halt im Cheat-Mode die Möglichkeit gibt, Iron Forest einzugeben und dann ist es wohl so, dass dann auch die Gebäude unzerstörbar sind. Ja, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ich möchte in aller Kürze möchte ich euch diesen Patch vorstellen. Ich will da jetzt nicht so viel Gedöns drum machen. Denn, wie gesagt, ich mache jetzt nur diese eine Folge The Forest und ja. Ja, fangen wir einfach vorne an. Da ist schon ein Dorf. Sehr gut. Neben einem Dorf zu landen ist schon mal super klasse. Erstens mal, das Wrack, das soll so ein bisschen modriger aussehen. Das sieht, ja gut, könnte man, sieht schon nicht schlecht aus. Ja, durchaus. Hier war doch eigentlich mal links, waren doch hier diese Platinen. Die haben sich jetzt anscheinend auch nicht mehr. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass sie das Cockpit neu eingeführt haben. Das kann ich euch so schon mal verraten. Aber es steht nicht ganz oben auf der Liste. Ich fange mal lieber ganz oben an, weil sonst vergesse ich nachher noch irgendwas. Ich werde das jetzt mal so durchbügeln. Es gibt neue Hintergrundberge, wurden wohl hinzugefügt. Hintergrundberge, ich denke mal, das werden so Gebirge so da, so wieder hinten sein, schätze ich mal. Es wurden neue Unterwasserpflanzen hinzugefügt. Es wurde eine neue Kannibalenhütte hinzugefügt, eine Strandhütte. Klingt ja auch schon mal nicht schlecht. Die Neonseile haben eine neue Textur bekommen. Auch schön. Neue storybezogene Gegenstände eingebaut. Ah, das klingt schon gar nicht so verkehrt. Was für Gegenstände das sein werden, das kann ich euch so jetzt noch nicht sagen. Werden wir vielleicht irgendwo im Forum lesen oder ja, schauen wir einfach mal. Neue Flugzeugausstattung für Innen und Außen. Das ist korrekt. Sah zumindest so aus. Neue Flugzeugbeleuchtung. Ich habe ja auch gerade den Anfang habe ich euch ja nicht gezeigt. Es ruckelt gerade gut. Und ich stehe erstmal 3 Kilometer weiter weg. Auch nicht schlecht. Neue Flugzeugbeleuchtung soll ein bisschen stimmiger sein, so wie im Trailer. Okay. Dann kann ich euch auch sagen, dass es neue Texturen gibt für die Arme der Spielfigur, nehmen wir es jetzt auch einfach mal so hin, sieht jetzt so beim Schlagen schon nicht vernünftig, wollte ich schon sagen, nicht schlecht aus. Neues Modell für den Rucksack gibt's, da können wir eigentlich mal ins Inventar mal reinschauen. Ja, ist auch korrekt, sieht jetzt nicht mehr ganz so verlodert aus. Überhaupt das ganze Inventar sieht jetzt ja ein bisschen besser aus und es soll neue Items geben. Also da sind sie jetzt wohl bei, Items zu überarbeiten, dass die vielleicht ein bisschen besser aussehen hier. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Sieht ein bisschen plastischer aus und nicht so künstlich wie vorher. So, was haben wir denn noch als nächstes? Neuer Rucksack, was hatten wir schon? Neuer Busch, es gibt jetzt Brombeeren. Dann wurde ein neues gefährliches Tier hinzugefügt. Ein neues Dorf wurde auch hinzugefügt. Oh, irgendwie sehen die Büsche auch anders aus, wenn ich mich da jetzt nicht irre. Weiß man ja mal nicht. Und nehmen wir einfach mal alles mit. Futtern. Einfach mal reinhauen. Was ist denn das für eine... Seht ihr das, wenn ich jetzt nach unten gehe mit der Kamera, dass es da irgendwelche solche, so ein Relief da zu sehen ist? Das ist ein bisschen merkwürdig. Ich bezweifle mal, dass das gewollt ist. Ich bin jetzt einfach mal mit Medium gestartet, weil mein Computer mir das vorgeschlagen hat. Nehmen wir das einfach mal so hin. So, ich soll was trinken, ich möchte aber gar nichts trinken. Und dann nehmen wir schon mal hier so ein... Alter...
So, machen wir aber weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. So, neues Dorf wurde hinzugefügt, das hatten wir schon. Ein neues dynamisches Windsystem. Die Intensität des Windes beeinflusst auch den Ton des raschelnden Grases und der raschelnden Blätter. Okay, gut, kann man machen. Musik bei der Entführungsszene der Spielfigur wurde hinzugefügt. Gut, habe ich jetzt selber nicht gesehen, kann ich nichts zu sagen. Ist natürlich auch blöd, dass ich das erst jetzt lese. Es wurden zwei neue Höhlensysteme eingebaut und es gibt ein neues Gebäude. Ich weiß nicht, ob das neues Gebäude sein soll. Baumharzaufbewahrung. Das klingt für mich eher nach einem Regal oder sowas. Also eigentlich weniger nach einem Gebäude. Einfach an einen Baum, zum Beispiel Baumhäuser, klemmen und ab und an wiederkehren, um Harz einzusammeln. Setze es mit Bedacht ein, um deine Basis zu reparieren, im Überlebensbuch neben dem Schießstand zu finden. Ah ja. Also manchmal ist die Übersetzung ein bisschen schwierig. Man sollte vielleicht... Alter. Jetzt läuft doch nicht alle weg. Ich tue euch doch nichts. Man kann jetzt auch Sachen reparieren, aber dazu kommen wir gleich. So, Gegner. Was sagen die Gegner? Gegner werden nun versuchen, Gebäude zu zerstören. Ja, wie gesagt, es ist jetzt auch möglich, überhaupt Gebäude kaputt zu machen. Und dementsprechend haben sie natürlich gleich implementiert, dass auch die Gegner, die Kannibalen, die Mutat, wie man sie auch immer nennen möchte, dass die die Gebäude auch angreifen können. So. Das sieht echt merkwürdig aus. Guck, hier sieht man das mal ganz besonders deutlich. Also, da ist ja ein bisschen merkwürdig, ne? Also, das ist so ganz koscher ist mir das nicht. Aber nun gut, das werde ich mal in einer ruhigen Minute mal ausprobieren. Nicht während der Aufnahme, das ist ja auch doof. So, die KI wurde angepasst. Abstand bis Gegner erscheint, wurde entfernt. Gegner erscheinen entfernt. Okay, nehmen wir es jetzt erstmal so hin. Tagsüber schlafen die Gegner in den Dörfern und patrouillieren aber auch. Also, und wenn es dann nachher dämmert und es wird nachher Tag, dann kehren wohl die Kannibalen wieder in die Dörfer zurück. Zumindest ein Teil. Und die anderen patrouillieren weiter. Also im Prinzip so, was eigentlich schon längst implementiert sein sollte, dass die Kannibalen dann dementsprechend nachts pennen. Jetzt wurde das vielleicht ein bisschen besser umgesetzt oder umorganisiert, weiß der Geier. Ist halt so. Wegpunktesystem für Höhlengegner eingebaut. Anstatt zu schlafen, werden diese Gegner von einem Punkt zum anderen gehen. Also auch so Patrouille innerhalb der Höhlen. Bomben verursachen nun mehr Schaden bei Gegnern. Und damit kommen wir dann auch zum Gameplay allgemein. Hier steht, es wurde mir von der Spielewelt freigegeben bzw. weiterentwickelt. Welcher Part weiß ich natürlich nicht. Ich kann nur sagen, wenn ich jetzt mal hier, das war ja eigentlich hier so meine Standardgegend, wo ich immer so gelebt habe. Das haben sie schon ordentlich geändert. Die haben jetzt einen richtigen fetten Felsvorsprung. Das war aber, glaube ich, schon beim letzten Mal, wo ich gespielt habe. Und ich werde jetzt einfach mal eine Shelter bauen, ganz nebenbei, wenn ich euch hier das weiter vorlese. Also es sieht schon nicht schlecht aus. Also im Gegensatz zu früher, das war dann einfach so eine tote Fläche. Jetzt haben wir hier so ein bisschen, ja, das sieht halt ein bisschen realistischer aus. Es sieht ein bisschen netter aus und finde ich auch gar nicht schlecht. So, weiter geht's. Es wurden explodierende Felsen eingebaut. Das heißt, wenn man Bomben neben Felsen platziert, kann man diese wohl sprengen. Wildschweine befinden sich nun in der oberen Hälfte der Karte. Schildkröten wiederum nur an Seen. Okay, das ist vielleicht auch nicht gerade uninteressant. Gerade wenn man so ein... Hallo? Wenn man hier so ein... so ein Schildkrötenpanzer sucht zum Wassersammeln. Das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt zu wissen. Wie gesagt, es ist jetzt möglich, Fundamente, was ist denn das da hinten? War das schon immer da? Und hier haben sie auch ein bisschen abgeändert. Hier war das vorher auch eine ebene Fläche und jetzt haben wir hier auch ein bisschen mehr Felsen. Also hier haben sie schon ein bisschen gewirbelt, gefällt mir aber so schon ganz gut. Und ist das vielleicht ein Blaubisch? Nee. Ich werde jetzt hier einfach mal eine Shelter bauen. Und dann wollen wir mal gucken. Ja, was sagte ich? Also wie gesagt, es ist möglich, das Fundament zu zerstören. Man kann Gebäude zerstören. Und die Fundamente halten wohl einiges an Schaden aus, bis sie zusammenbrechen. Genauso ist es halt bei Gebäuden. Kleinere Gebäude wie Wände beispielsweise, die brechen wohl zusammen, während größere Konstrukte, das gehört so, bis größere Konstrukte
verlieren wohl nur einzelne Teile. Also ich gehe mal davon aus, wenn ihr ein ganzes Haus gebaut habt, dann verlieren die wohl eher Einzelteile und fallen dann später in sich zusammen und halt Wände, die fallen dann halt gleich in sich zusammen. So verstehe ich das jetzt erstmal. Ich wollte erstmal Shelters gucken. Wir bauen hier mal so eine kleine Shelter hin, damit wir erstmal zumindest einen Speicherpunkt haben. Auch wenn ich vielleicht diesen Speicherstand nicht weiter nutzen kann. So, was haben wir als nächstes? Dann gucke ich mal. Explodieren von Konstrukten ist nun möglich. Kleinere Bauten wie Feuerstellen explodieren sofort, während größere Baumstammhütten zum Beispiel erst kleine Teile verlieren. Okay, das ist ja das so in etwa, wie ich das sagte. Reparaturen an Gebäuden sind nun auch möglich. Kosten für Reparaturen betragen ein Stück Baumharz. Könnte aber ansteigen. Und so wie ich das richtig verstanden habe und so gelesen habe, dann ist es auch alles, was ihr braucht. Also es ist relativ günstig und ihr könnt wohl ein komplettes Haus nur mit Baumharz einmal komplett sanieren. Das ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Das werden sie sicherlich ändern, dass man das, je nachdem, was man reparieren will, auch mehr Material braucht. Wenn man zum Beispiel ein Haus, dass man da vielleicht drei Baumstämme braucht und Baumharz und vielleicht für ein Campfire nur Baumharz braucht. Oder ist, dass man das ein bisschen aufstaffelt. Ich bin schon wieder hungrig. Ich habe jetzt zum Glück schon was gefunden. Jo, ein paar Lizards habe ich auch. Seeds haben wir auch gefunden, warum auch immer. Reparaturen und Gebäuden, das hatten wir schon. Man kann nicht mehr auf schräge Klettermöglichkeiten springen und sich an diesen hochziehen. Mit der Kletteraxt kann man sich wohl, am Felsen hochklettern, sowohl nach links, nach rechts, als auch nach oben und nach unten. Also man kann so richtig rumkraxeln. Finde ich schon gar nicht so verkehrt. Auch wenn die Baumstämme, wie ich jetzt gerade sehe, so ein bisschen merkwürdig aussehen. Aber na gut, wir sind in einer mittleren Qualitätsstufe. So, gucken wir weiter. Das Floß kann man nun steuern. Und zwar, man drückt dann E und dann ist man quasi in so einem Steuerungsmodus, nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann könnt ihr halt ganz regulär dann das Floß steuern. Und jetzt muss ich mal eben kurz ablesen, drücken und in der Rudermodus zu kommen und linke Maustaste, um vorwärts zu navigieren, sowie die A-Taste und D-Taste benutzen, um zu steuern. Also mit A und D ist klar, WASD bekommt ihr dann ganz normal das Floß gesteuert. Und rückwärts könnt ihr dann mit der linken Maustaste, wenn ich das jetzt so richtig sehe, ne? Um rückwärts zu steuern. Ich brauche noch ein paar Steine. Brauche ich die Steine jetzt? Weiß ich gar nicht mehr. Egal, ich mache erstmal einen Baum klar hier noch. So, was gibt es noch Schönes Neues? Das Floß kann nun an Land geschubst werden. Seile können nicht mehr bestiegen werden, wenn man einen Baumstammschlitten führt. Das klingt mir eher so nach einem Bug, der da gefixt worden ist. Wird ein Kochtopf mit Wasser gefüllt, kann man direkt über das Inventar heraus trinken. Das fand ich ja auch schon immer. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem der Let's Plays gesagt, dass mir das noch so ein bisschen fehlt. Weil es würde ja Sinn machen, aus dem Inventar direkt raus trinken zu können. Einige Äxte fällen Bäume nun schneller als andere. Hinweis, die moderne Axt ist flotter unterwegs. Okay, das, was man eigentlich so am Anfang vermutet hat, dass eine bessere Axt eigentlich auch schneller Bäume fällen sollte, das haben sie jetzt mit implementiert, finde ich recht gut. Ach, ich bin voll mit Stein, brauchte ich keine Steine mehr. Ah ne, unten steht das ja, ich brauche nur noch ein paar Sticks. Gut, dann mopsen wir uns noch ein paar Sticks. Dann haben wir Seile, das hatten wir auch schon. Das Schlafen in der Unterkunft dauert nun bis zum Morgengrauen an, solange man nicht von Gegnern geweckt wird. Ja, das bedeutet wohl, wenn man jetzt, wenn ich das richtig verstehe, wenn ich jetzt mitten am Tag schlafen gehe, dann wache ich genauso am Morgen auf, als wenn ich jetzt halt direkt bei Sonnenuntergang schlafen gehe. So verstehe ich das jetzt zumindest. Was recht gut ist, weil da muss man das nämlich nicht abpassen, wann man anfängt zu spielen. Das finde ich gut. Was haben wir noch? Zeitbomben. Können wieder Walkman nun auch auf Bäumen, Wänden und Fallen platziert werden? Okay. Müsste man in meinem aktuellen Spielgeschehen mal einfach ausprobieren, wie das funktioniert, beziehungsweise welchen Sinn das hat und welche Möglichkeiten das ergibt, aber das klingt schon gar nicht schlecht, weil da kann man ja sicherlich noch einiges mitmachen. So, dann was haben wir noch? Ein Baumstamm wird zwischen Endpunkt und Boden angezeigt, bevor diese fest
gelegt wurden, wenn man Blaupausen zu Fundamenten platzieren möchte. Ja. Ja, okay, nehmen wir es auch einfach mal so hin. Das Verlassen von Schwimm- und Seilarealen funktioniert nun einwandfrei, sodass der zuvor gehaltene Gegenstand wieder ausgerüstet wird. Für den Bau des Floßes benötigt man nun 4 Seile insgesamt. Stofffetzen können nun verwendet werden, um Seile zu bauen. Okay, das ist auch gar nicht schlecht, dass man sich seine eigenen Seile bauen kann. So ist man nicht darauf angewiesen, zwingend jetzt irgendwo hinzulatschen, um sich Seile zu organisieren. Zum Beispiel so wie in den eingeborenen Dörfern. Da kann man denen so ein bisschen aus dem Weg gehen. Finde ich gar nicht schlecht. Warum kriege ich jetzt hier den... Na also, komm ran hier. Ist ja schlimm. Für den Bau des Floßes. So Stofffetzen hatten wir auch. Baumstämme rollen nicht mehr so schnell, nachdem ein Baum gefällt worden ist. Auch schön. Umkippende Bäume teilen sich nun korrekt in einzelne Baumstämme auf. Okay, ich hatte da jetzt keinen großen Fehler gesehen, aber gut. Kriechgeschwindigkeit der Spielfigur ist nun richtig definiert. Und dann der Ort des Erwachens in Höhle 4 wurde angepasst, sodass man von Mrs. Nudity nicht direkt nach dem Aufwachen getötet wird. Ja, das hat mich dann auch schon mal ein bisschen angekotzt. Dann wacht man auf, hat eigentlich kaum eine Chance und kriegt gleich eins von Latz geknallt. Das finde ich natürlich auch mal ein bisschen bescheuert. Insofern ist das auch gar nicht so verkehrt, dass sie das mit eingebaut haben. Geschwindigkeit von Wildtieren erhöht, damit es schwieriger wird, diese zu fangen. Ja, gut, kann man machen. Geschwindigkeitseinbußen beim Benutzen von Waffen, während man das Feuerzeug hält, verringert. Okay, ich meine, gut, ich denke mal, so ein Feuerzeug hat ja nun auch nicht gerade so viel Luftwiderstand. Das passt schon, würde ich mal so sagen. Dann kommen da auch nochmal recht interessante Sachen bei raus. Denn hier steht jetzt, Bäume fallen nun in die Richtung des letzten Hackers. Also, ne, ist klar, steht ja da, kann man sich endlich mal nachrichten. Und umkippende Bäume üben nun auch Schaden auf alles aus, was, beziehungsweise worauf sie fallen, ist auch nicht gerade unwichtig. Und ich werde mal kurz mal pennen gehen. Da haben wir nämlich dann gleich Sonnenaufgang, das passt nämlich schon. Da ist es nicht die ganze Zeit so dunkel. Also wie gesagt, Bäume üben nun auch Schaden aus. Also davon sollte man besser nicht drunter stehen. Und auch Gebäude können dementsprechend geschädigt werden. Aber da man ja nun vorausberechnen kann, wo die Bäume hinfallen, sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Experimentelle Wände teilen sich nun in einzelne Bauten auf, wenn man diese platziert. Man kann diese auch einzeln entfernen oder nach erfolgreichem Bau zerstören. Okay. Das Töten von Gegnern aus dem Hinterhalt kann nun mit Äxten, Steinen und Stöckern erfolgen. Die Tauchflasche wird nicht weiter automatisch ausgerüstet. Ab nun manuell über das Inventar anzusteuern und leuchtet nur, wenn man sich unter Wasser befindet. Okay. Finde ich auch gut, weil man das immer automatisch ausgerüstet. Das ging einem tierisch auf die Klöden. Ich meine, gut, man kann es natürlich wieder ausschalten, das ist ja nicht das Problem, aber es nervt halt. Wir sind so Kleinigkeiten, die immer nerven. So, teilweise gebaute Gebäude können nun zerstört werden und so Teile wieder zurückgewonnen werden. Okay, das finde ich auch nicht so schlecht, wenn man jetzt vielleicht irgendwo ein zweites Dorf, also für sich selber ein zweites Lager baut, dann kann man vielleicht ein bisschen was an seinem Material wieder zurückbekommen. Finde ich jetzt nicht ganz doof. Ich gehe mal da hinten in die Richtung. Ich will mal schauen, ob sie da die Insel erweitert haben. Was haben wir noch? Die Gebäude wurden zerstört, das hatten wir schon. Ich laufe hier mal so längs. Der große See ist nun durchgängig und blockiert die Spielfigur nicht mehr. Okay, gut. Die Spieler wurden entdeckt, Klang wurde entfernt. Oh, okay. Das ist natürlich auch nicht so gut, denn ja, wenn man nicht weiß, dass man entdeckt worden ist, ja, könnte schwierig werden. Das abgetrennte Cockpit mit Gegenständen und Piloten kann nun in der Spielwelt wieder gefunden werden. Na, das hatten sie ja mal entfernt vor zig Monaten. Warum, weiß ich jetzt nicht, ob das irgendeinen Grund hatte. Auf jeden Fall haben sie es jetzt wieder eingebaut.
Finde ich persönlich realistisch und auch gar nicht schlecht. Da hat man auch wieder mal so ein Ziel, vielleicht die Insel zu erkunden, um dieses Cockpit dann auch zu finden. Finde ich nicht schlecht. Die Tür in Höhle 5 kann nun mit Gewichten geöffnet werden. Kann ich nichts zu sagen. Könnt ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben, was damit gemeint ist. Feuerstellen speichern nun korrekt die zugehörigen Werte ab. Schaden beim Fallen aus Höhlen wurden erweitert. Man kann nun dabei sterben. Okay, das ist ja toll. Fehler bei Fallen verbessert. Okay, müsste man ausprobieren. Müsste man eigentlich mal alle Fallen mal durchprobieren. Dann gibt es einen ersten Anlauf für Gamepad-Unterstützung. Also in Zukunft werden wohl auch die Tasten bzw. die Symbole wurden überarbeitet. Und man kann sich dann wohl auch die Tasten eines Xbox-Controllers anzeigen lassen. Gut, da ich keinen Xbox-Controller habe, ist mir das relativ wumpe, aber finde ich schon mal gar nicht schlecht. The Forest mit einem Controller steuern kann ich mir eigentlich sogar relativ gut vorstellen. So, es wurden mehr als 200 neue Gegner-Sounds hinzugefügt. 200, das ist natürlich schon richtig, richtig heftig. Anpassung. Ach, guck mal, was haben wir da nachliegen? Anpassung und Verbesserung des Sounds für Fußschritte, Tiere und andere Klänge in der Spielewelt. Die Kamera springt nun nicht mehr herum, wenn man einen Baumstamm schlitten oder ein Seil loslässt. Okay, auch gut. Das sind so halt so hauptsächlich so Kleinigkeiten und Bugfixes, die sie hier betrieben haben. Blaupausen von prozeduralen Gebäuden werden nun korrekt zugeordnet. Totenschädeldekoration färbt sich nun korrekt rot, wenn man diese nicht platzieren kann. Jedes Fundamentelement besitzt nun einen Ankerpunkt in der Nähe der Oberseite. Fehler mit Kollisionsabfragen bei Fundamenten, Böden, Dächern behoben, der dafür sorgte, dass die Abfrage nicht stattfinden konnte, bevor sie stattfand. Auch nett formuliert. Ja, ich liebe diese Übersetzungsprogramme. Kälteempfinden der Spielfigur wird nun visuell wiedergegeben. Genauigkeit der Wasserumgebung wurde angepasst. Ja, ich überfliege jetzt mal. Das ist echt ein langer Patchnote hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen konnten sie das auch nicht wirklich bei Steam veröffentlichen, weil die so viele Sachen geändert haben. Oh, ich war ja schon wieder voll. Ich schau mal, Aufnehmen von Schlamm ist nun dunkelviolett, okay, Wurzeln von Bäume um 30% verkleinert und eine präzise Kollisionsabfrage, bla bla bla, Fleischsymbolerscheinung anstatt des Stocksymbols. Das ist, glaube ich, neu hier, ne? Weil hier ist hier vorne immer dann der Berg. Schauen wir mal, laufen wir mal hier so rum. Fehler behoben, das führt, dass das Spielfigur im Flugzeug in die falsche Richtung sah. Rutschpartie-Effekt wurde etwas entschärft, damit man bei Herabschlittern eines Felsens immer noch etwas Kontrolle behalten kann. Das ist nicht schlecht, solange das denn halt auch was bringt und man keinen Schaden nimmt, wäre das schon mal gar nicht so verkehrt. Die Mauszeigerabfrage über Überlebensbuch, Survival Guide wurde verbessert, verbesserte Beleuchtung der Wolken, Fehler mit Bäumen, die während des Flugzeugabstoßes sichtbar waren, wurde behoben. Stimmt, die habe ich tatsächlich nicht gesehen. Fällt mir mal gerade so ein. Waren die roten Bäume schon immer da? Ich sage jetzt einfach mal ja. Was? Ach so, okay, ja, weil ich habe ihn gefällt. Ja, deswegen habe ich hier einen auf den Döns gekriegt. Ne? Das ist ja auch super. Was haben wir noch? Verbesserte Mondtexturen, verbesserte Beleuchtung der Wolken, das hatte ich gerade schon gesagt. Die Darstellung von Bäumen läuft nun korrekt ab, anstatt hart im Winkel herauszupoppen. Okay. Die Aktualisierung von Pflanzen wurde verbessert, sodass nur Pflanzen in der Nähe der Spielfigur berechnet werden. Weniger CPU-Last, genauere Abfragen. Das klingt gut. Fehler mit einigen Seilabfragen beim Klettern behoben. Dann haben wir noch Fehler mit flackernden. Jetzt muss ich mal. Was? Ich glaube, in der Grafik gerade so ein bisschen zu tief gesprungen. Fehler mit flackernden Schatten wurden behoben. Detailgrad der Darstellung bei niedrigen 66% und Ultra-Low-Einstellung auf Darstellungsdistanz bezogen reduziert. Okay, ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt vorlese. Das interessiert in Anführungszeichen sowieso keinen, muss man ja mal so ganz ehrlich sagen. Wegfindung, bla 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 bla. Mehrere Fehler mit dem Baumstammschlitten wurden behoben. Entfernte Grafiken nun mit Durchsichtigkeit, verbesserte Bildqualität.
viel Leistungsanpassung vorgenommen bei CPU und Grafikkarten. Das ist schon interessant. Ist das Schnee hier? Oder täuscht das? Ist, glaube ich, Schnee, ne? Aber wie gesagt, können natürlich auch täuschen. Aber sieht mir danach so ein bisschen aus hier. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ja, und dann gibt es auch noch ein paar Multiplayer Verbesserungen. Und zwar Fehler mit Gegenstandaufbewahrung behoben, habe ich jetzt hier stehen. Die Leuchtpistole funktionierte nun auch mit Client-Spielern korrekt. Spieler bleiben nun beim Beklettern von Seilen nicht mehr hängen. Fackeln und Bomben und Molotow-Cocktails konnten nun verwendet werden. Schaden durch Pfeile funktioniert nun auch für den Client-Spieler korrekt. Experimentelle Bauten sind nun auch im Multiplayer-Modus verfügbar. Und, ich rutsche hier ab, da wollte ich gar nicht hin. Experimentelle Bauten, Brücken können nun verwendet werden. Der Baumstamm, Duplizierungsbug wurde behoben. Das fehlerhafte Floß wurde behoben. Also ihr seht schon sehr viel Bugfixing wieder mal. Alle Fehler mit dem Baumstammschlitten wurden behoben. Auch da gab es anscheinend Probleme, sieht man ja. Oh, so ist ja ein ganz schönes Stück, was sie hier reingebaut haben. Alle Fehler mit dem Nebelützern Angriffe auf... das war... zum fast zu weit, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte eigentlich abbremsen. Und da ist nochmal wieder so ein Fischer-Dings, da muss man aufpassen. Ich versuche hier mal, aber knapp. So, wups. Dann springen wir mal hier rüber. So, das haben wir auch. Angriffe auf Gegner. Angriffe auf Gegner und andere Spieler können nicht mehr vorherbestimmt werden und sind somit flüssiger. Fehler wurde behoben, dafür sorgte, dass Mutanten in Höhlen nicht dargestellt wurden, bis der Kleinspieler sich nahe des Hostspielers befand. Oh, das ist natürlich auch nicht so geil, aber gut, dass sie es behoben haben. Rüstungen werden nun ordnungsgemäß auf allen Spielern dargestellt. Okay, schon mal nicht verkehrt. Ach, guck mal, eine Schildkröte. Moin. Tut mir leid. Auch wenn du es mir nicht glaubst. Habe ich die nicht kaputt gekriegt? Kann man ihn nicht mehr töten? Das ist ja doof. Was haben wir noch? Ich bin ja schon in den letzten Zügen. Feuerstellen sollten nun für alle Spieler korrekt angezeigt werden. Fehler behoben, der dafür sorgte, dass andere Spieler Schatten erlitten. Was? Schatten? Schaden erlitten. Schaden erlitten. Obwohl er andere Spieler treffen sollte. Ist auch doof. Abgeschossene Pfeile verursachen nun auch Schaden an anderen Spielern. Das ist auch wunderbar. Also ihr seht schon, es ist wieder mal sehr viel Bugfixing und die kämpfen an allen Fronten, die Jungs, also und Jungs und Mädels, hoffe ich. Kann man das nicht? Sollte doch kaputt gehen, oder nicht? Oh. Auf allen Fronten, also da kommen ja meistens immer Bugfixes zu Texturen, immer Sounds und es wird neue Sachen hinzugefügt. Was ich persönlich nicht schlecht finde und am besten finde eigentlich an diesem Patch, ist die Tatsache, dass man jetzt Sachen kaputt machen kann oder kaputt gemacht bekommt, sagen wir es mal so. Und ja, das war's eigentlich schon. Irgendwas hatte ich doch jetzt noch vergessen. Dass man die Sachen kaputt machen kann, das finde ich sehr gut. Achso, und dass sie die Welt erweitert haben. Und diese Gegenstände, die halt so ein bisschen storybasierend sind, das ist natürlich auch sehr interessant, weil ich ja auch immer gesagt habe, Mensch, dem Spiel fehlt einfach die Tiefe und die Motivation, da was zu spielen. Und wenn dann schon mal der erste Ansatz da ist, die Story ein bisschen zu erweitern, dann finde ich mal, ist das schon mal gar kein schlechter Weg. Wie dem auch sei, das waren die Patch Notes zur Version 0.18. Und ich wackel hier nochmal so ein bisschen rum. Ich will hoffen, auch wenn die Folge wieder mal auf die 30 Minuten zugeht, dass sie euch trotzdem gefallen hat. Und lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr mögt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann irgendwann wieder bei The Forest, wenn mir danach ist, ein Let's Play zu machen. Oder sonst spätestens bei den neuesten Patch Notes. In 4 Tagen soll ein nächster Patch kommen. Das wird aber eher ein Hotfix werden. Und ja, dann... macht euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann bei den nächsten Folgen auf meinem Kanal wieder. Macht's gut und tschüss.